Hallo und herzlich willkommen zum Bodymeter News Corner. Heute mit den folgenden Themen. Markus Aberle verkauft seine Fitnessclubs ebenfalls an die Lifefit Group. Enjoy stärkt Wachstum mit neuer Beteiligung. Die RSG Group kooperiert mit Paramount Plus. Und Technogym Biostrength-Linie vom ADI Design Index ausgezeichnet. Markus Aberle, Betreiber von 19 Fitnessclubs in Baden-Württemberg, zieht sich nach über 15 erfolgreichen Jahren aus der Fitnessbranche zurück und verkauft seine Fitnessstudios an die Lifefit Group. Markus Aberle wird zukünftig verstärkt in der Immobilienbranche aktiv werden. Mit der Übernahme wächst die Lifefit Group auf 140 Fitnessstudios und motiviert über 380.000 Mitglieder zum Training. Zudem sind 3 neue Eröffnungen in Baden-Württemberg, ein Elbgym in München und das erste Yoga 6 in Frankfurt für 2024 geplant. Alexander Benker und Thorsten Kielmann erwerben eine Beteiligung an der Enjoy Quality GmbH. Seit 5 Jahren führen sie in leitender Funktion die Franchise-Marke Enjoy. Nach 1,5 Jahren als Geschäftsführer in enger Zusammenarbeit mit dem neuen Eigentümer Lafayette Mittelstand Capital haben sie nun ihre langfristige Verpflichtung durch eine Beteiligung gestärkt. Innerhalb der nächsten 12 Monate sind die Eröffnungen von 6 neuen Enjoy-Standorten und 6 bis 10 Enjoy-Express-Standorten geplant. Einige Clubs der beiden Marken befinden sich derzeit bereits in Umsetzung. Insgesamt unterstützt die Enjoy Quality GmbH 127 Franchise-Partner. Die RSG Group und der Premium-Streaming-Dienst Paramount Plus haben eine strategische Partnerschaft in Deutschland und Österreich bekannt gegeben. Im Rahmen der Vereinbarung bieten McFit, John Reed, Gold's Gym und High Five Abos von Paramount Plus als Mehrwert für Mitglieder an. Im Rahmen der Partnerschaft erhalten zum Beispiel neue McFit-Jahresmitglieder für eine begrenzte Zeit zusätzlichen Zugang zum Content-Angebot von Paramount Plus. Die Partner werden auch bei Marketingaktivitäten zusammenarbeiten, um das Angebot zu bewerben. Die Biostrength-Linie von Technogym wurde für die Ausgabe 2023 des ADI Design Index ausgewählt, der jährlich von ADI, Italiens Verband für Industriedesign, herausgegeben wird. Der ADI Design Index stellt eine Auswahl der besten in Italien realisierten Designprojekte vor und dient als Katalog, der Produkte, Dienstleistungen, Systeme und Initiativen hervorhebt, die sich im Bereich des Industriedesigns auszeichnen. Die Aufnahme in den ADI Design Index ist eine prestigeträchtige Anerkennung und dient als Vorauswahl für den Campasso d'Oro Award, der zu den renommiertesten internationalen Designpreisen zählt. Und zum Schluss wie immer noch ein Blick auf die anstehenden Events. Vom 28. bis 30. November findet die ISPO in München statt, am 29. November das KWS-Netzwerktreffen in Schwerte, die Vision Days am 1. und 2. Dezember von Achizofin in Berchtesgaden statt. Und die IFA veranstaltet Yoga Moods am 2. Dezember in Schwetzingen. Das war's schon wieder für heute mit dem Bodymeter News Corner. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da und kommentiert das Video. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.